als damals die Sanktionen im Irak immer schärfer wurden, haben die beiden Sonderbeauftragten des UNO-Generalsekretärs Dennis Halliday und dann Hans-Graf Sponeck ihren Job quittiert. Und zwar, weil sie gesagt haben, diese Sanktionen sind unmenschlich. Die verstoßen gegen die Menschenrechte. Und so ist auch so, nicht er alleine, sondern schon die UNO-Generalversammlung hat 2011 sich schon sehr eindeutig gegen einseitige Sanktionen, insbesondere gegen schwache Entwicklungsländer, ausgesprochen. Und hat gesagt, alles das, was wir hier soeben gehört haben, alle diese Auswirkungen haben die damals schon, auch das ist ja alles klar, das ist ja alles erwiesen, und haben gesagt, diese Sanktionen zerstören mehr als, wie einer das sagte, die Bombardierung von Dresden und Hamburg. Also das ist ein sehr drastischer Vergleich, aber wir wissen das, was in Venezuela geschehen ist, geschieht jetzt, oder was auch im Irak geschehen ist. Und dann der Menschenrechtsausschuss hat bereits 2008 eine Resolution dagegen, gegen die unmenschlichen Bedingungen dieses Krieges verabschiedet. Dann hat der Menschenrechtsausschuss wiederholt sich dagegen ausgesprochen. Allerdings ist das immer so, selbst wenn die Generalversammlung das sagt, der UNO-Ausschuss, das ist alles nicht verbindlich. Das sind alles Empfehlungen. Das kann nur verbindlich werden, wenn man diese Meinungen, die die überwiegende Zahl der Staaten ja so sieht, und zwar der schwachen Staaten, dass das zu Völkergewohnheitsrecht wird. Das wird aber nur dann Gewohnheitsrecht, wenn die Staaten insgesamt meinen, das ist eine Praxis, die werden wir jetzt einstellen und vor allen Dingen, wir sind auch verpflichtet, aus menschenrechtlichen Gründen die einzustellen. Aber da hat man wohl die Mehrheit der NATO-Staaten dagegen, die alle finden das, weil das die einzigen sind, die im Grunde diese Sanktionspolitik ja durchführen können. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwie Simbabwe oder sagen wir mal auch Jordanien oder vielleicht auch Vietnam irgendwie Sanktionen erlassen hat, sondern das ist immer das Privileg derjenigen, die ökonomisch, politisch und auch wirtschaftlich und militärisch stark sind. Ich möchte noch etwas sagen. Wir haben sehr viel über die Illegalität dieses Krieges gesprochen. Das ist eine klare Aggression. Und seit dem Jahre 2017 ist die Aggression, das spricht der Angriffskrieg, auch strafbar. Artikel 9 des römischen Statuts, das ist sozusagen das Strafgesetzbuch der UNO, ist das strafbar und kann auch verfolgt werden. Also die Konsequenz wäre, an sich müsste Erdogan und seine Kamarilla um ihn vor das internationale Strafgericht gestellt werden. Das hat ein Problem. Türkei hat dieses römische Statut wohlweislich, genauso wie die USA, übrigens auch andere Staaten, nicht unterschrieben. Also bedürfte es, um ihn vor Gericht zu bringen, eines Beschlusses des Sicherheitsrats. Dort weiß ich aber schon, wer dort das Veto einlegen wird. Das werden alle drei Staaten, die über Atomwaffen verfügen, England, Frankreich, aber auch die USA auf jeden Fall machen, sodass das der Hinderungsgrund ist, um ihn überhaupt, was an sich juristisch möglich wäre, vor das Gericht zu stellen. Da wir gerade dabei sind, eins, was hier nicht angesprochen ist, aber was eine ganz große Bedeutung hier auch hat, das ist jener Krieg, der gegen die Assad-Regierung im Augenblick mit dem Vorwurf Giftgaseinsatz und Chemieeinsatz geführt wird. Nur kurze Worte dazu, vielleicht können wir danach noch her. Bisher wird immer gesagt, es hat sich erwiesen, weil die sogenannte OPCW, das ist die Organisation, die das beobachtet, ja klar festgestellt hat, bei dem letzten Einsatz 2018 im April, dort sei Chlorgas oder so etwas dort eingesetzt worden, von oben sei das gekommen, durch das Dach, es kann nur ein Flugzeug gewesen, also Assad. Jetzt sind sozusagen geleakt einige andere Informationen aus diesem OPCW, die sagen, das stimmt alles so nicht, sondern
einige derjenigen, die da dabei waren, haben ganz andere Informationen, die aber in diesem Bericht überhaupt nicht angesprochen wurden. Die bestreiten das, sondern die sagen, nein, das ist überhaupt nicht sozusagen beweiskräftig, dass diese Bomben von oben gekommen sind, sondern die hat man offensichtlich dort reingelegt. Und dann wird sogar gesagt, wir haben nicht einmal bei unseren Untersuchungen beweiskräftig Chlorgas und so etwas feststellen können. Das heißt, auch diese Organisation, auf die sich der Westen immer beruft, dass Assad Giftgas gegen die eigene Bevölkerung, ist ja ein Standardargument hier, immer Assad Giftgas, ist seit Anfang an, es gibt auch weitere Dinge, wird die bestritten und ist nicht offiziell nachgewiesen. Und das ist ein Krieg, der hier natürlich auch geführt wird und sehr, sehr wirksam, damit auf jeden Fall klar ist, der Böse, das ist immer Assad. Ich will ihn nicht sozusagen wegen seiner ganzen, der hat eben diese Foltergefängnisse und alles gehabt. Das ist aber sozusagen ihm jetzt auch noch sozusagen des Angriffs auf die eigene Bevölkerung, das dient eigentlich nur, um diese ganze Regime-Change-Politik irgendwie zu begründen. Und das ist ein ausgesprochen problematischer Umgang hier auch in der Presse. Und alle wissen, wie unsicher diese ganzen Beweise sind. Vielleicht ganz kurz. Ich hatte ja gesagt, 2012 wurden die diplomatischen Beziehungen zu Syrien seitens der Bundesregierung aufgekündigt, aufgrund eines Massakers in El Hulle. Sie haben damals gesagt, das war die syrische Regierung, die syrischen Einheiten. Später aber kam dann heraus, ich glaube 2013 war das, dann hat Rainer Herrmann in der FAZ eine halbe Seite darüber geschrieben. Das kam heraus, dass es eben nicht von der syrischen Regierung dieses Massaker begangen wurde, sondern von der sogenannten Opposition, von den sogenannten Rebellen. Ja, also Al-Nusra und aber auch andere, die haben dieses Massaker begangen. Und ich bin auch dankbar, dass du das mit OPCW nochmal sagst, weil das erinnert eben auch daran, manchmal sagt man ja so, oftmals bei Kriegen, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, als erstes. Ich finde diesen Spruch falsch, weil die Wahrheit stirbt nicht. Die Wahrheit wird nur lange vorher bewusstlos geschlagen, um den Krieg erst zu ermöglichen. Dann wird auf einmal Assad zu Hitler, Saddam Hussein wird zu Hitler, Gaddafi wird zu Hitler und die müssen alle weg. Ja? Milosevic, jeder wird zu Hitler gemacht, auf einmal dämonisiert, muss weg und das später erst, kommt dann später, ganz später kommt dann raus, langsam, dass eben nicht alles so war, wie es schien. Also die UN-Resolution zur Flugverbotszone, die den Krieg möglich gemacht hat, die Bombardierung in Libyen möglich gemacht hat, die hatte sich damit begründet im UN-Sicherheitsrat, dass es Angriffe gegeben hat von Gaddafis Luftwaffe auf die Wohnbevölkerung, auf die Wohnsiedlungen. Das war der Grund, kann man alles nachlesen. Aber es hat sich dann später herausgestellt, die Bundesrepublik Deutschland hatte sich enthalten im UN-Sicherheitsrat, war damals nicht ständiges Mitglied. Und als nicht ständiges Mitglied kriegt man ja alle Vorlagen, alle Unterlagen. Und wir haben weiter gebohrt mit kleinen Anfragen und so weiter und haben immer gefragt, was denn für Belege es gab auf diese Luftangriffe auf die Wohnbevölkerung. Und da hat die Bundesregierung dann schwarz auf weiß uns mal geantwortet, dass es keinerlei Erkenntnisse gab. Es gab keine Fakten. Es gab keine Belege für diese Luftangriffe, die letztlich der Grund waren für die Bombardierung Libyens. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, die Wahrheit stirbt nicht. Aber die Wahrheit ist bewusstlos geschlagen und ich finde, Demokraten und friedensliebende Menschen haben die Aufgabe, dieser Wahrheit wieder auf die Beine zu helfen.